mein Team besteht aus, sage ich mal, Experten in ihrem Bereich. Also Data Integration ist kein breit gefächertes Spektrum, das ist wirklich sehr speziell, auch im IT-Sektor. Wir sind momentan eher ein kleines Team. Wir bestehen aus aktuell insgesamt 5 Mitarbeitern. 4 Mitarbeiter plus an Vorgesetzten, muss ich dazu sagen. Generell ist im Team wichtig, dass man miteinander auskommt, dass man aufeinander eingehen kann. Das ist schon hier durchaus der Fall. In meinem Team ist auch der internationale Kontext dabei. Wir haben einen Kollegen aus dem Innviertel, einen Kollegen aus Deutschland und einen Kollegen aus der Türkei. Wir können uns gegenseitig aufeinander verlassen. Der eine stärkt dann den anderen wieder. Man kann nachfragen beim Kollegen. Es ist einfach eine sehr gute und auch persönlich, es ist eine sehr lockere Ebene. Es werden mal abends Veranstaltungen einberufen, organisiert, wenn man nur mal auf ein Bier geht oder mal einen Grillabend organisiert. Das macht man mit den Kollegen zusammen. Da bietet sich mal der eine an, mal der andere an. Und das schweißt zusammen. Man hat auch natürlich private Kontakte. Oder es wird mal ein Training, ein sehr professionelles Training, Teamtraining organisiert von den Vorgesetzten. Wir waren im vergangenen Herbst in Indien unten mit dem ganzen Team und haben dort mal ein bisschen Sightseeing gemacht, Werksbesichtigung gemacht. Ein Teil der Motorräder wird ja produziert da unten. Also war sehr interessant und auch die Vorgesetzten sind da immer offen für Vorschläge dieser Art.